Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von fernstudieminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um den modernisierten Bachelor Logistikmanagement von der IU Internationale Hochschule. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann stellt die gerne im Chat. Ich möchte euch allerdings bitten, euch dabei wirklich auf diesen Studiengang Bachelor Logistikmanagement zu fokussieren, um den es heute Abend gehen soll und zudem auch die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen hier heute Abend mit dabei sind. Begrüßen möchte ich als meine Gesprächspartnerin Frau Svetlana Giesbrecht. Sie ist die Produktmanagerin für diesen Studiengang. Hallo und herzlich willkommen, Frau Giesbrecht. Hallo, Herr Jung. Ja, schön, dass Sie mit dabei sind. Angesagt hat sich auch noch der Studiengangsleiter, Herr Professor Dr. Hubert Vogel. Sobald er mit dabei ist, werden wir ihn gleich hier mit dazu nehmen. Bevor wir gleich so richtig einsteigen in den Studiengang, möchte ich Sie, Frau Giesbrecht, bitten, sich selbst einmal kurz vorzustellen. Sehr gerne. Ja, ich bin bereits seit 2005 an der IUBH tätig und habe bereits inzwischen fast ja 15 neue Studiengänge entwickelt in verschiedenen Bereichen, also hauptsächlich Design und Medien, aber eben auch ja verschiedene Wirtschaftsstudiengänge, unter anderem auch die Reakkreditierung vom Logistikmanagement. Und genau, ich freue mich, hier zu sein und würde dann gleich direkt starten mit den Themen. Ja, prima, dass Sie hier mit dabei sind. Genau, wir starten gleich jetzt in den Studiengang Logistikmanagement. An wen richtet sich denn dieser Studiengang? Was ist die Zielgruppe, die Sie da so im Fokus haben? Also das sind insbesondere Studierende oder Interessenten, die berufstätig sind, also aus der Logistikwirtschaft und engagierte Quereinsteiger natürlich, sowie insbesondere auch junge Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen und eine fundierte, zukunftsorientierte Ausbildung wünschen und mit den Schwerpunkten Innovation, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit vor allem. Genau. Ja, also sie richten sich einerseits an schon berufstätige Studierende, aber auch an diejenigen, die direkt jetzt mit einem Studium dann starten wollen. Genau, richtig, genau. Also spannend ist vielleicht hier auch nochmal die Frage, also was sollte ich als Interessent oder zukünftiger Student an persönlichen Eigenschaften mitbringen? Da empfehlen wir auf jeden Fall im Logistikmanagement-Bereich. Es ist so, dass man ja eine Art logisch-abstraktes Denk- und Vorstellungsvermögen mitbringen sollte. Ein agiles, digitales Mindset, offen für Veränderungen sein ist immer wichtig und natürlich eine gewisse Kreativität, Wissbegier und Neugierde und ja, einfach gewisse Macherqualitäten. Ja, das wird sicherlich auch nochmal deutlich, wenn wir gleich schauen auf das, was an Inhalt und auch Kompetenzen vermittelt wird im Studiengang. Ich habe es eingangs kurz erwähnt, der Studiengang wurde ja überarbeitet und auch modernisiert. Was war denn so da der Anlass dafür, dass man sich den Studiengang nochmal neu angeschaut hat und den auch da ja auf den aktuellen Stand gebracht hat? Ja gut, wir sind ja jetzt als Hochschule dazu angeregt oder verpflichtet, Studiengänge nach einem gewissen Zeitraum auch zu reakkreditieren, also zu überarbeiten, zu modernisieren, was auch sehr wichtig ist. Und wir haben diese Gelegenheit, ja, glaube ich, sehr gut genutzt, um tatsächlich dort ja radikal Veränderungen vorzunehmen und den Studiengang nochmal komplett umzustellen und mit also mehr Schwerpunkt eben auf Themen auch wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und auch das ganze Thema Risiko, also auch im Betracht mit dieser aktuellen Situation mit Covid-19. Und man könnte sagen, wir haben eine stärkere Ausrichtung an den aktuellen Herausforderungen, Megatrends vorgenommen und eine stärker auch also rollenorientierte Erweiterung vorgenommen mit, ja, unter anderem auch der Anpassung des Wahlpflichtbereiches, also den haben wir auch komplett geändert und erweitert. Also auch da gab es ja starke Veränderungspotenzial, was wir genutzt haben auf jeden Fall. Und ich glaube, das war auch notwendig, weil sich ja auch die Rolle, die Branche hat sich ja auch zuletzt doch sehr stark verändert. Und von daher glaube ich, dass wir jetzt einen sehr spannenden, zukunftsorientierten Studiengang haben. Ja, so hat sich einiges getan, um da auch aktuell zu bleiben, aktuelle Entwicklungen auch aufzugreifen. Schauen wir doch gerne mal rein. Wo liegen denn so die inhaltlichen Schwerpunkte in diesem Studiengang? Ja, sehr gerne. Soll ich da direkt in die Präsentation mitteilen oder? Ja, gerne. Ja, dann können wir da gemeinsam mal drauf schauen. Da würde ich jetzt den Bildschirm freigeben. So, ich hoffe, das kann man das soweit erkennen.
Ja, ich schaue mal mit drauf. Das ist auf jeden Fall zu erkennen. Sie können mal versuchen, wenn wir auf den Vollbildmodus gehen, ob das dann trotzdem noch zu erkennen ist. Ja, das klappt. Das klappt? Okay, sehr gut. Genau, also mit diesen Folien würden wir ganz gerne nochmal auf die Inhalte eingehen, weil wir glauben, dass hier ja mit gewissen Grafiken das Ganze nochmal besser visualisiert werden kann, was sich tatsächlich dort getan hat und welchen Trends wir bei dieser Reakkreditierung gefolgt sind. Da würde ich zuerst beginnen mit den aktuellen Megatrends und ja, welche besonderen Kompetenzen sie erfordern. Das ist natürlich im Moment ganz stark auch die Globalisierung, die Vernetzung, der Kostendruck, steigende Kundenanforderungen, aber auch der Klimawandel, Digitalisierung allgemein und ja, Sicherheit und E-Commerce. Und das führt uns eben zu den Kompetenzfeldern im Logistikbereich, denen wir begegnet sind. Und hier nochmal die ganz starke Ausrichtung auch an künstliche Intelligenz, Automatisierung, Logistik 4.0, Supply Chain 4.0, Innovation, neue Technologien, Big Data Analytics, digitale Transformation, Klima und Arbeit 4.0. Das sind tatsächlich Themen, die wir in diesem Umfang vorher, also in der vorherigen Version des Studiengangs, noch nicht so intensiv betrachtet haben. Und daher freuen wir uns sehr, dass wir sie jetzt im neuen Studiengang mal stärker berücksichtigen können. Ja, und vielleicht an der Stelle gerade ist ja auch Themen, wie ich das sehe, wie künstliche Intelligenz, Automatisierung, geht das auch zum Teil in so eine Informatikrichtung mit rein? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir haben auch sehr stark den Fokus auf Informatik gelegt. Also es gibt eindeutig einen stärkeren ja, Informatikfokus auch aufgrund von der aktuellen Entwicklung, weil eben auch Logistiker einfach inzwischen mehr Kenntnisse im Informatikbereich mitbringen müssen. Und deshalb gibt es da auch inzwischen, also im Pflichtbereich alleine schon viel mehr Kurse, die nochmal stärker in das Thema einführen. Also vorher wurde das eher oberflächlich behandelt, wenn man so sagen darf. Und dort wurde mehr Wert gelegt, zum Beispiel auf Softwarekenntnisse wie Excel, die natürlich definitiv relevant sind. Aber wir haben jetzt nochmal mehr, also das Thema IT, und ja, auch IT-Projektmanagement, also da wird, man könnte sagen, im Grunde ist das eine Mischung aus Management und IT geworden. Die Schwerpunkte, genau. Also hier auch nochmal ein paar Beispiele für beispielsweise Inhalte, die dort vorkommen können, also auch bei Logistik 4.0, IoT, also Internet of Things, Selbststeuerung, Cybersicherheit, also was sich dort alles getan hat, welche Trends wir dort begegnen müssen. Auf jeden Fall, also unter anderem auch Business Intelligence beispielsweise, oder ressourceneffiziente Prozessgestaltung. Das sind so all die Themen. Und wie gesagt, IT, auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Also auch beim Thema Arbeit beispielsweise haben wir auch die Themen, New Work im Pflichtbereich drin. Also auch aktuelle Trends. Und ja, genau. Es ist sehr relativ umfangreich. Aber ja, also es hat sich auf jeden Fall sehr viel getan. Auch im neuen Ja, auch Kurs. ich sehe, das Thema Klima ist mit drin, was ja auch, denke ich, auch gerade im Logistikbereich eine große Rolle immer mal spielt, auch da auf Nachhaltigkeit dann mehr Wert zu legen. Genau. Ja, dann natürlich ganz, ganz wichtiges Thema Karriereaussichten und Rollendefinitionen. Also was kann man nach diesem Studium machen? Was genau bilden wir aus? Das ist zum einen eben der Supply Chain Manager, dann der Projektleiter, Projektleiterin natürlich auch in Logistikplanung und Teammanager und Teammanagerin Kontraktlogistik. Beim Supply Chain Manager ist es so, dass dort, das wird den meisten Logistikern auch ein Begriff sein. Da geht es ja vor allem um die Planung, Steuerung, Koordination, unternehmensübergreifender Material- und Informationsflüsse. Besonderheiten sind ja internationaler Märkte natürlich auch und Globalisierungsstrategien. Nochmal das Thema Internationalität, das ist auch ganz wichtig. Dann das Thema Projektleitung in der Logistikplanung. Das ist auch nochmal ein wichtiges Themenfeld. Also dort geht es eben, wie der Name schon sagt, um die Planung logistischer Prozesse und Systeme in interdisziplinären Projektteams und auch die Konzeptionierung und Aufbau in ausländischen Logistikproduktionsstandorten und dann noch der Kontraktlogistiker, auch eine Rolle, die wir vorher nicht drin hatten, wo es nochmal um das Thema geht, fachliche und disziplinarische Leitung eines Logistikstandortes auf Teamebene. Und naja, die Schnittstelle zwischen Management, Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. Das sind auch eben genau diese Rollen, die wir vorher so nicht in dem Bereich hatten.
Ja. Ah, okay, das ist auch mit jetzt neu dazugekommen in den Studiengang, dann nochmal die verschiedenen Rollen Richtig. festzulegen. Genau. Ja, dann das Thema Learning Journey oder wie haben wir die Kompetenzentwicklung aufgebaut im Studiengang, die jetzt auch nochmal neu wäre. Dort haben wir jetzt mehr Wert gelegt auf gewisse Themen, die wir nochmal ganz kurz zusammengefasst haben. Also im ersten Semester natürlich die ja, mit Grundlagen, Kompetenzaufbau wie BWL, Logistik, Projektmanagement und IoT. Im zweiten Semester dann die Methodenkompetenz, also innovative Analysemethoden, projektorientiertes Arbeiten. Und im dritten bereits dann das Supply Chain Management, Systemplanung, Operations Management zur stärkeren Problemlösungskompetenzentwicklung. Danach das analytische Denken, also es baut alles aufeinander auf, wo es dann auch schon das Thema Data Analytics geht, interkulturelles Management auch als Hausarbeit. Und ja, im fünften Semester dann die Führungskompetenz mit Leadership, Nachhaltigkeit, New Work und Fail-Fast Culture. Und im sechsten dann die Handlungskompetenz mit rollenspezifischen Vertiefungen im Wahlpflichtbereich, die eben auf diese Rollen führen, die wir gerade genannt haben. Ja, Ja. Sie sagten gerade, das baut quasi aufeinander auf, die einzelnen Kompetenzen, die entwickelt werden. Sind die Studierenden dann auch verpflichtet, die Inhalte in der Reihenfolge dieser Semester zu belegen? Oder ist es da, je nachdem, was vielleicht auch schon an Kompetenzen mitgebracht wird, oder wo man vielleicht, wenn man schon schneller ran möchte, möglich, da was vorzuziehen oder ein bisschen was zu verschieben und anzupassen? Ja, also wir empfehlen eine gewisse Reihenfolge, so ist es schon. Also wir geben ja auch Ablaufpläne raus an die Studierenden und sagen durchaus, es macht durchaus Sinn, also erstmal die Grundlagen zu behandeln und dann erst die vertiefenden Module. Dennoch kann man, also man hat immer die Möglichkeit, auch Themen vorzuziehen, die einen besonders interessieren. Also da gibt es keine besonderen Zugangsvoraussetzungen, außer es handelt sich jetzt um ein bestimmtes Projekt. Da empfehlen wir natürlich immer, sich da nochmal zu informieren, welche Kurse vorher abgeschlossen werden müssen. Aber ansonsten kann der Student auch frei wählen. Er könnte beispielsweise auch in der Theorie oder auch in der Praxis könnte er jetzt beispielsweise die Führungskompetenzen vorziehen, wenn er das unbedingt möchte. Also da hat er immer noch die 100% Flexibilität. Okay, ja, also Sie haben sich schon was gedacht dabei, wie das Ganze zusammenpasst, aufeinander Ja. aufbaut, aber wenn es jetzt irgendwo besser passt, bleibt auch da die Möglichkeit, vielleicht auch unter Zuhilfenahme der Studierenden beraten, da mal zu schauen, ob man irgendwo was verschieben oder vorziehen kann. Genau, richtig. Okay, ja, vielleicht an der Ja. Stelle eine erste Zuschauerfrage, die gerade bei YouTube hier gestellt worden ist. Tom Willöper fragt hier, wurden die neuen Skripte speziell für Logistik angepasst oder sind es die Standardskripte? Ja, also mit den neuen Skripten meint er dann wahrscheinlich auch die neuen Kurse, die wir dort ergänzt haben im Logistikbereich. Die werden natürlich schon, also die werden extra jetzt für Logistikmanagement auch neu geschrieben. Und die Kurse werden extra dafür ja, neu aufgestellt, könnte man sagen. Es kann natürlich sein, dass wir dort, dadurch, dass wir jetzt auch einen IT-Schwerpunkt haben, dass wir Kurse verwenden, die es bereits im IT-Bereich gibt bei uns. Beispielsweise Data Analytics im Allgemeinen oder auch das Thema Internet of Things im Allgemeinen. Das sind ja auch teilweise Kurse, die können aus dem Studiengang Informatik sein oder beispielsweise Wirtschaftsingenieurwesen oder ähnliches, wo es bereits diese Themen gibt. Deswegen wäre es möglich, dass diese Kurse meistens eher so in den Grundlagen noch relativ allgemein gehalten sind. Also da werden wir uns wahrscheinlich auf diese Kurse beziehen. Aber ja, bei relevanten Themen, logistisch, also spezifischen Themen, ist es schon so, dass die natürlich neu geschrieben werden und dementsprechend auch einen ganz starken, klaren Logistikmanagement-Bezug haben. Okay, also die Themen, die jetzt speziell diesen Logistikbezug haben, da ist es wirklich dafür dann auch neu erstellt worden. Okay, Genau. da passt ganz gut eine zweite Frage zu von Mirko. Da geht es auch um die Änderungen am Curriculum. Kann man sich aus dem alten Curricula in das neue umschreiben und muss man die Wechselgebühr dafür direkt zahlen? Normalerweise nicht. Also sobald wir mitteilen, dass es jetzt eine reakkreditierte Version gibt, ist es auch möglich, direkt zu wechseln. Also da würde ich empfehlen, sich nochmal an das Studiensekretariat zu wenden. Dort ist es auf jeden Fall möglich, in einem gewissen Zeitraum auch kostenlos den Studiengang zu wechseln in die neue Version. Aber ich muss zugeben, ich weiß gerade den aktuellen Zeitraum nicht. Also da würde ich mich auf jeden Fall nochmal informieren beim Studiensekretariat, wann dieser ausläuft, also bis wann man sich entscheiden kann. Dass man eben in die neue Version wechselt, ja.
Ja, danke schön. Da gibt es noch eine weitere Frage zu. Ich glaube, das ist fast das Gleiche, so wie ich es verstehe, zumindest von Anski. Werden die neuen Module auch für Studenten buchbar sein, die bereits Logmanagement, Logistikmanagement an der IU studieren? Das klingt für mich auch nach einem Studiengangswechsel, oder? Also ich vermute, es geht in die ähnliche Richtung wie gerade, ob man dann das Curriculum wechseln muss oder ob man halt auch, wenn man vielleicht schon weit fortgeschritten ist, nur einzelne Module dann zusätzlich oder ergänzend vielleicht noch buchen kann, auch wenn man eigentlich im alten Curriculum bleiben kann. Das könnte auch in die Richtung abzielen. Ja, leider nicht. Also das wirkt mir zumindest neu, dass man dann die neuen Kurse auch schon buchen kann. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich der Studiengang jetzt, der neue, zum 15.07. startet. Das heißt, Kurse, die beispielsweise dann im dritten Semester vorgesehen sind, die sind ja noch gar nicht da. Also die werden dann just in time produziert. Das heißt, wenn jetzt zum 15.07. das erste Semester startet, dann startet das dritte Semester also im nächsten Jahr zum 15.07. voraussichtlich. Das heißt, die Frage ist auch, ob man so lange warten möchte. Ich würde tatsächlich empfehlen, also nochmal zu schauen und so abzuwägen, lohnt sich ein Studiengangswechsel, denn ja, je nachdem natürlich, wie weit man in seinem Bachelorstudium ist, kann es auch sein, dass man sagt, na gut, ich bestehe jetzt, ich habe jetzt bereits 90% der Kurse abgeschlossen. Das muss man nochmal abwägen, würde ich sagen. Aber es ist meines Wissens nach nicht möglich, dass man einzelne Kurse rauspickt und diese dann abschließen kann. Ja, okay. Also wenn dann nur der komplette Wechsel und so wie ich es verstehe, ist es mehr als jetzt nur eine punktuelle Bearbeitung, sondern wirklich fast wie ein neuer Studiengang, der dann da entstanden ist jetzt. Genau. Okay, Das ja, gibt das waren im Moment schon. die Fragen aus dem Chat. Ihr könnt gerne noch weitere Fragen dort einreichen. Die nächste Frage, die mich hier interessiert, Sie sind ja gerade schon auf die Kompetenzen eingegangen, die auch vermittelt werden im Studium. Ein Teil der Studierenden wird vielleicht auch schon Praxiserfahrung mitbringen aus dem Logistikbereich, hat vielleicht schon eine Ausbildung gemacht, erste Berufserfahrung. Andere kommen ganz neu in diesen Bereich rein, haben vielleicht auch noch keine vorherige, noch kein Studium, keine Ausbildung gemacht. Wie wird so der Praxisbezug der Inhalte sichergestellt? Einerseits für diejenigen, die schon in dem Bereich sind, wie können diese Inhalte aus ihrem Berufsalltag mit reinbringen, vielleicht auch in ja, die Hausarbeiten oder wissenschaftliche Arbeiten dann, aber umgekehrt auch, wie können diejenigen, die jetzt neu einsteigen, auch diesen Praxisbezug herstellen und praktische Erfahrungen sammeln? Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen haben wir auch jetzt einige Kurse oder mehr Kurse im Curriculum mit einem stärkeren Logistikmanagementbezug, also auch mit einem größeren Praxisbezug, wo wir hoffen, dass wir dort eben auch vielleicht auch eben mehr Übungen anbieten können in dem Thema. Dann haben wir weiterhin darauf geachtet, dass es eben ja kein klausurenlastiges Curriculum mehr ist, sondern wirklich dort auch, also neben Hausarbeiten, beispielsweise auch Fallstudien vorkommen, wo man das Thema problemlösungsorientiertes Denken nochmal aufgreifen kann. Dann haben wir aber auch mehr Projekte. Also zum Beispiel haben wir uns auch überlegt, dort eine Art Online-Planspiel, vergleichbar mit einem Serious-Game, nochmal einzuführen. Und das ermöglicht nochmal digital, also an, ja, ich sage jetzt mal, simulierten Problemstellungen im Logistikmanagementbereich zu arbeiten und dort dann auch insbesondere für Personen, die jetzt vorher in dem Bereich also gar keine Berufserfahrung gesammelt haben, glaube ich, kann das sicher spannend sein. Und ja, es gibt natürlich immer noch also es gibt ja manchmal so bestimmte Personen, die dann sagen, ja gut, aber Fernstudium, kann das denn diesen Praxisbezug bieten, wie jetzt beispielsweise im Präsenzstudium? Und ich bin der Überzeugung, dass es das neue Curriculum definitiv kann. Also wir haben da schon sehr darauf geachtet, dass dort ein gewisser Praxisbezug hergestellt wird. Und auch von diesem Online-Planspiel bin ich eigentlich selbst also sehr begeistert. Und ich glaube, dass wir damit auch einen innovativen Studiengang haben, der so auf dem Markt noch nicht funktioniert, also noch nicht existiert. Ja, dieses Planspiel, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann eine synchrone Veranstaltung, die online stattfindet, oder sind das so mehrere ja, Etappen quasi, in denen das dann durchgeführt wird? Also mehrere Etappen. Also ja, also es gibt auf jeden Fall, ich sag mal, gewisse Lernstunden, die man dort natürlich verbringen muss. Es gibt dort verschiedene Aufgabenstellungen, die nacheinander erfüllt werden müssen. Jetzt nicht direkt am Stück, weil das wäre wahrscheinlich relativ viel Aufwand. Aber es ist schon etwas umfangreicher. Also man kann sich das so vorstellen, es sind jetzt nicht einfach nur eine Stunde, die man durchläuft, sondern wirklich mehrere Pakete, mehrere Aufgabenpakete, die einen gewissen Zeitraum erfüllt werden sollten, die schon relativ aufwendig sind. Und das ist eben an einem reellen Beispiel. Also da, ja,
Okay, also meine Frage zielte so in die Richtung, ob sich das halt verteilt über mehrere Termine oder ob das dann ähnlich wie eine Präsenz vor Ort ein komplettes Wochenende zum Beispiel wäre, an denen da Ach so. zusammengearbeitet wird. Nee, es ist eine komplett, also man könnte sagen, also komplett virtuell. Es ist jetzt nicht so wie eine Präsenzveranstaltung am Stück oder ähnliches. Es ist komplett virtuell und man kann sich das selbst anteilen, also einteilen, wann man daran arbeiten möchte. Komplett flexibel, also weiterhin 100% flexibel auch von der Zeit her. Das ist jetzt nicht wie ein Tutorium, was zu festen Zeiten stattfindet, sondern wirklich unabhängig davon, kann jeder Student selbst, ja, aussuchen, wann er daran arbeiten möchte und wie lange jeweils, genau. Auch da ja wahrscheinlich schon irgendwo eine Zusammenarbeit dann von verschiedenen Studierenden. Wie sieht es denn insgesamt so im Studiengang aus? In unserem Vorgespräch wurde ja auch schon deutlich, dass auch ein Ziel war, die Kollaboration noch zu stärken. Wie ist so das Konzept, wo die Studierenden zusammenarbeiten und wie wird auch so ein Austausch ermöglicht, untereinander auch mal auch so ein bisschen so aus dieser Isolation des Fernstudiums herauszukommen? Welche Kanäle sind da auch angeboten? Ja, also wir sind uns dieser Herausforderung sehr bewusst, also dass es doch ja manchmal schwierig sein kann, wenn man zu Hause ist, alleine, für sich alleine lernt. Und da ist schon ein Austausch auch sehr, sehr wichtig. Und was wir anbieten, ist, dass wir nutzen die Plattform Teams von Microsoft. Das ist eine Plattform zum Chatten und Besprechen und Führen beispielsweise. Für diejenigen, die das nicht kennen, und dort kann man beispielsweise auch Gruppen erstellen. Wir bieten dort auch verschiedene Gruppen an. Also von unserer Seite aus beispielsweise gibt es immer Gruppen auf Modulebene, Kursebene und Studiengangsebene, aber auch für besondere Themen wie beispielsweise Studieren im Ausland oder Studieren mit Kind oder Studieren mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Also dort setzen wir bewusst auch Kanäle für genau die Personen, die sich dort gerne austauschen möchten oder Gleichgesinnte finden möchten. Genau, also das ist natürlich weiterhin alles freiwillig. Niemand ist gezwungen, mit den anderen zu kommunizieren. Aber wir möchten das einfach gerne anbieten, damit genau diese Isolation, diese Einsamkeit da nicht entsteht. Und jeder Student hat die Möglichkeit, dieses Angebot zu nutzen. Ja, gibt es innerhalb des Studiengangs noch verpflichtend Projekte, in denen gemeinsam zusammengearbeitet wird? Das ist sehr unterschiedlich von Studiengang zu Studiengang. In Logistik prüfen wir gerade noch, ob wir da auch vielleicht stärker noch das Thema Gruppenarbeiten in den Fokus setzen können. Das ist aktuell noch schwierig zu sagen. Also das würde ich jetzt ungern verneinen, aber es wäre durchaus möglich, dass wir da in der Zukunft auf jeden Fall nochmal prüfen werden, ob wir das einführen können oder nicht. Aber jetzt momentan haben wir ein allgemeines Unternehmensplanspiel, wo dann auch daran gearbeitet wird, aber jetzt mit Logistikfokus prüfen wir das momentan noch, ob wir das ebenfalls dort einführen können. Das sind doch verschiedene Herausforderungen, die wir da nochmals anschauen müssen. Okay. Ja, ich sehe gerade, es gibt eine weitere Frage im Chat. Gerade das Thema Wechsel des Studiengangs in das neue Modell scheint viele Zuschauer, Zuschauerinnen da sehr zu interessieren. Hier nochmal eine Frage von Mirko. Aufgreifend auf die Frage von vorhin. Wie sieht das mit Kursen aus dem alten Curriculum aus, wo ich die Prüfungsleistung, also Workbook, absolviert habe und im neuen Curriculum eine Klausur vorgesehen ist, wie zum Beispiel in Ökonomie und Markt? Ja, also wenn er den Kurs bereits abgeschlossen hat, dann bleibt natürlich weiterhin anerkannt. Also dann wird er auch übernommen in das neue Curriculum. Das ist überhaupt kein Problem. Ah, okay. Auch wenn es mittlerweile eine andere Prüfungsform ist, das wird dann trotzdem angerechnet, komplett korrekt. Genau. Also die Inhalte sind ja eigentlich gleich. Also die Ja. bleiben ja gleich. Von daher, genau, das ist überhaupt kein Problem. Also wenn jemand einen Kurs bereits vorher abgeschlossen hat, der im neuen Curriculum ebenfalls zu finden ist, dann wird er auch anerkannt. Okay. Ja, Zusammenarbeit, Austausch der Studierenden untereinander ist die eine Sache. Die andere Sache, die für viele Studierende natürlich auch sehr wichtig ist, das ist die Betreuung, die fachliche Betreuung seitens der IU. Da gab es jetzt allgemein auch einiges an Diskussion bei mir im Forum zu. Daher speziell jetzt für diesen Studiengang Logistikmanagement. Wie sieht da die fachliche Betreuung aus für die Studierenden? Wer sind da die Ansprechpartner? Und ist zum Beispiel Herr Professor Vogel als Studiengangsleiter auch selbst in Sprechstunden oder andere Kommunikationskanäle zu erreichen, wenn es jetzt Fragen sind, die vielleicht nicht durch die Dozenten oder Tutoren beantwortet werden können. Ja,
Also natürlich ist weiterhin der Studiengangsleiter Hubert Vogel, der wird auch den neuen Studiengang übernehmen bei uns, das ist ganz klar. Und mit seiner Fachexpertise wird er auch die meisten Fragen beantworten können. Natürlich ist es momentan so, dass wir eine Kommunikation außerhalb der Kurse, wo er Modulverantwortlicher ist beispielsweise oder Tutor, ist aktuell noch nicht vorgesehen. Also da kommt es mal darauf an, was für Fragen sind das genau? Also worauf beziehen Sie sich? Sind das jetzt inhaltliche Fragen beispielsweise? Da ist bei uns ja auch immer die Studienberatung und das Studiensekretariat immer sehr bemüht, auch auf diese zu antworten. Von daher bleiben wir für uns die Dozenten weiterhin ja für die fachlichen Fragen innerhalb der Module natürlich immer, also stehen sie immer zur Verfügung. Und außerhalb dessen gibt es momentan, also wäre mir zumindest momentan noch nicht bekannt, dass wir dort auch andere Kommunikationskanäle vorgesehen haben. Was jetzt nicht heißt, dass das jetzt zukünftig gar nicht angeboten wird, aber im Moment gibt es diese Option noch nicht. Das heißt, auch da, wenn da Fragen sind, auch inhaltlich, dann gerne nochmal Studienberatung oder Studiensekretariat anfragen. Und grundsätzlich kann man ja sagen, bei uns sind ja alle Dozenten weiterhin, also die kommen ja immer mit einer sehr großen Praxiserfahrung bei uns, sind da fachlich auch sehr kompetent auf jeden Fall und deswegen kann ich da jetzt sonst nichts weiteres zu sagen. Also, ja, das heißt, aber diese Modulverantwortlichen sind schon auch erreichbar, wenn es die Studienberatung, die Studierendenberater im ersten Schritt noch nicht ausgiebig beantworten kann, wenn es um tiefergehende inhaltliche Fragen dann geht dabei. Genau. Also das ist weiterhin so, dass, also wenn es inhaltliche Fragen sind, vor allem in dem jeweiligen Kurs, und natürlich ist es weiterhin so, dass die Dozenten auch dafür verantwortlich sind. Also dort hat man ja die Möglichkeit der E-Mail-Kommunikation, dort hat man die Möglichkeit der Tutorien, also diese Fragesession werden ja weiterhin bestehen. Von daher, das ist auch etwas, was man immer nutzen sollte, auf jeden Fall als Student. Und dort geht es ja immer darum, also jeweils die inhaltlichen Fragen zum jeweiligen Modul beispielsweise. Aber wenn es jetzt um allgemeine Fragen zum Studiengang geht, dann, wie gesagt, würde ich da an die Kollegen, die anderen Kollegen verweisen. Ja, vielen Dank. Ich habe mal im Chat geschaut, da gibt es weitere Fragen. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt zunächst noch auf die ein. Dann schauen wir mal gleich, ob es auch noch einen Master gibt für diejenigen, die nach dem Bachelor gerne weitermachen möchten. Es geht hier nochmal um dieses Thema Wechsel. Eine Frage von Hen Bo. Sind dann nicht bereits immatrikulierte Studenten im Nachteil, wenn nur auf unfreiwilligen Verzicht auf bereits abgelegte Module ein Wechsel möglich ist? Unfreiwilligen Verzicht? Vielleicht können Sie mal sagen, was Sie daraus verstehen? Ich überlege auch noch im Moment. Kann es vielleicht so sein, dass es im neuen Studiengang einen Teil der Module nicht mehr gibt, die es im alten gegeben hat? Das heißt, wenn man wechseln möchte, dass die dann verfallen würden, dass man die nicht angerechnet bekommt auf den neuen Studiengang. So könnte ich es mir vielleicht vorstellen, dass ja, die Frage in die Richtung geht. Ja, das kann durchaus dann passieren. Vielleicht gibt es trotzdem die Möglichkeit, dass man sich nochmal informiert, ob zumindest der jeweilige Student auch sich die Kurse anderweitig anerkennen lassen kann, beispielsweise mit einem Zertifikat oder so. Das ist ne, also ich verstehe schon, dass man dann das als Student dann sagt, okay, vielleicht war es dann für mich irgendwie umsonst oder so. Weil ich möchte vielleicht mal dazu sagen, der Studiengang vorher war ja nicht schlecht. Also der war einfach nur anders aufgebaut, thematisch anders aufgebaut. Er hatte jetzt keinen IT-Schwerpunkt, keinen technischen Schwerpunkt, wie wir das jetzt eben im neuen Curriculum vorgesehen haben. Es ist dennoch ein qualitativ hochwertiger Studiengang gewesen, den ich auch jetzt nicht, also wo ich jetzt nicht sagen möchte, er war jetzt, also ja, er war jetzt nicht Standard entsprechend, wie es im Logistikmanagement-Bereich ist. Also so, das würde ich niemals sagen. Es ist nur so, dass der Neue eben andere Schwerpunkte hat. Und deswegen würde ich durchaus empfehlen, wenn jemand bereits sich gegen, also fast am Ende des Studiengangs befindet, sollte er ihn durchaus abschließen. Dann hat er immer noch einen hochwertigen Logistikmanagement-Studiengang. Ja, das heißt, die Studierenden, die jetzt eingeschrieben sind in dem Studiengang nach dem alten Modell, die haben auf jeden Fall auch die Möglichkeit, noch das Studium nach dem Modell zu ändern. Die müssen nicht wechseln. Richtig. Das ist ein Angebot zu wechseln, aber keine Verpflichtung. Wie lange haben die da noch Zeit, bis dieser alte Studiengang ausläuft? Also Sie können ihn abschließen komplett. Also das ist, wir zwingen niemanden, den Studiengang zu wechseln. Sie können den Studiengang, den Sie gestartet haben, nochmal komplett abschließen. Also wir haben jetzt da keine, aktuell jetzt keine Deadline, wo wir sagen, das ist jetzt
nicht möglich. Es ist Okay. nur so, dass der Studiengang dann offiziell auch auf der Webseite ab dem 15.07. nicht mehr angeboten wird. Das heißt, es können sich jetzt keine weiteren Studenten dort einschreiben. Aber alle, die bereits darin studieren, werden weiterhin die Möglichkeit haben, diesen Studiengang auch abzuschließen. Also es wird niemand gezwungen, den Studiengang zu wechseln. Okay, also da gibt es jetzt keine Frist, dass das Ganze ausläuft und Genau. jemand sich da jetzt Stress machen müsste. Genau. Okay, ja, dann nochmal zum Wechsel. Was ist mit den Kursen aus dem alten Curriculum, die nicht mehr im neuen Studiengang vorkommen? Das ist eigentlich die Frage, die wir gerade auch schon hatten. ECTS, Genau. längere Studienzeit und Gebührenänderung. Ich muss zugeben, ich Also. weiß jetzt nicht genau, was mit Gebührenänderung gemeint ist. Also die Gebühren sind ja in den Verträgen verankert. Also da werden wir jetzt nicht anfangen, die Verträge, die bereits bestehen, nochmal komplett anzupassen. Okay, das heißt, wenn jemand wechseln würde, würden dafür auch dann nach dem neuen Modell die gleichen Gebühren weitergelten. Vielleicht, ich weiß nicht, ob jetzt ansonsten vielleicht in der Zwischenzeit es eine Gebührenerhöhung gegeben hat gegenüber dem ursprünglichen Ja. Anfangszeitpunkt der Studierenden. Ja, also Wie es sich hat Gebühren verschieben. inzwischen, ja, also dadurch, dass es eben fast 5 Jahre, also der Studiengang, der vorher jetzt oder bis jetzt ja vorhanden war, ist ja bereits vor 5 Jahren gestartet. Das heißt, natürlich gab es seitdem schon eine kleine Gebührenerhöhung. Das ist definitiv erfolgt. Deswegen kann ich jetzt aber nicht sagen, ob wir das dann auch eben, also den neuen Studiengang zu den neuen Studiengebühren dann anbieten werden. Da würde ich auch vielleicht den Verweis nochmal an die Studienberatung oder Studiensekretariat geben. Okay, da dann nochmal da den Kontakt suchen. Ich glaube, das war auch die Frage, um die es dann ging, halt auch, was mit ECTS ist, wenn es was das nicht mehr gibt. Das haben wir gerade eigentlich bei der vorhergehenden Frage schon angesprochen, dass man halt nicht gezwungen ist zu wechseln, aber wenn es halt wirklich Modul nicht mehr gibt, dann können die Genau. ECTS-Punkte dann auch nicht angerechnet werden. Genau, richtig. Okay. So, dann ist hier eine Frage von Hannarina. Ich glaube, die haben wir schon beantwortet. Bedeutet es für das alte Curriculum dann, dass dieses komplett ausläuft und die Kurse, die auf dem alten Plan stehen, dann ebenfalls in einer auslaufen und in einer bestimmten Frist zu absolvieren sind? Nein, haben Sie vorhin schon beantwortet. Genau. So, dann nochmal eine Nachfrage von Mirko. Es geht, glaube ich, darum, dass man für Kurse, die nicht im neuen Curriculum stehen, wohl 30 Euro pro ECTS gezahlt werden müssen. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, worauf sich die Frage bezieht. Also ich würde vielleicht mal generell sagen, zu diesem Thema Anerkennung und Gebühren, Mirko, vielleicht kann man sich da nochmal am besten auch an die Kollegen in das Studiensekretariat oder in der Anerkennung wenden. Die können da bestimmt nochmal auf solche Fragen im Detail eingehen. Okay, ja gut. Ich denke, allgemein haben Sie auch schon erläutert, was halt möglich ist, wie die Anrechnungen laufen, mit dem, ob es das Ganze noch gibt im neuen Modul und vielleicht Einzelfragen dann wirklich über die Studienberatung. Okay, ja, eine Frage habe ich jetzt noch für diejenigen, die nach dem Bachelor weitermachen möchten oder die vielleicht auch schon einen Bachelor im Bereich Logistik, Logistikmanagement haben an einer anderen Hochschule. Bietet die IU dafür auch einen Masterstudiengang an? Ja, genau. Wir haben dafür einen Masterstudiengang geplant. Der startet ebenfalls zum 15.07. diesen Jahres. Und das ist der Master Supply Chain Management, der idealerweise genau auf diesem Logistikmanagement-Studiengang aufbaut. Aber es ist natürlich möglich, auch diesen Studiengang zu absolvieren, wenn man aus einer anderen Hochschule einen vergleichbaren Abschluss erwirbt. Ja, zum Master Supply Chain Management, also vielleicht können wir nochmal auf die nächste Folie gehen. Genau, zu den Inhalten. Auch da haben wir eine ganz klare Zielsetzung. Und die Ausbildung ist natürlich hier oder das Ziel ist, Nachwuchsführungskräfte auszubilden und die eben die gesamte Wertschöpfungskette im Blick haben und prozessorientiert agieren, bei ihren Entscheidungen und ihren Auswirkungen auf das Netzwerk mit betrachten und das Verstehen aus unterschiedlichen Interessen, eine Win-Win-Beziehung zu formen, ja, wissen, wie man eben eine Supply Chain ökologisch und sozial nachhaltig organisiert und die Digitalisierung unternehmensübergreifender Prozesse aktiv gestalten können und natürlich auch mit Verhandlungsgeschick, Teamfähigkeit und Willensstärke ihre Ziele verfolgen. Das wäre so die Zielsetzung dieses Studiengangs. Und genau, ja, daraus ergeben sich ganz bestimmte Schlüsselqualifikationen und eben folgende Aufgaben. Also unter anderem
wer das Thema Supply Chain noch nicht so ausgiebig studiert hat, da geht es vor allem darum, eben die Steuerung globaler nachhaltiger Beschaffungsversorgungsprozesse und Aufbau und Optimierung flexibler Kooperationsnetzwerke, weiterhin die IT-Integration für Industrie-, Handels-, Dienstleistungsprozesse, die Erstellung und Bewertung unternehmensübergreifender Prozessanalysen und natürlich die Führung innovativer Supply Chain Management Projekte im Rahmen der digitalen Transformation. Genau. Ja, dann auch hier nochmal, also das war nochmal dem Studiengangsleiter Hubert Vogel nochmal sehr, sehr wichtig, hier auch nochmal auf die Besonderheiten des Masterstudiengangs hinzuweisen und ja, dass wir hier nochmal sagen können, also ja, im Grunde ja die Steigerung Problemlösungs- und Handlungskompetenzen steht ganz stark im Mittelpunkt von diesem Masterstudiengang. Dann eben die ganzheitliche Betrachtung der Wertschöpfungsprozesse als Handlungsmaxime, die Behandlung aktueller und präsenter Fokusthemen und interdisziplinäre Vielfalt, die Sensibilisierung für die Wirkungszusammenhänge in den Supply Chains und natürlich die rollenorientierte Vertiefung der Supply Chain spezifischer Inhalte und Problemstellungen. Also hier sieht man nochmal einen ganz besonderen Fokus auf diese Themen und vielleicht können wir nochmal zur nächsten Folie gehen. Ja. Genau, also hier auch wieder die Rollenzuteilung, vergleichbar wie eben mit dem Schaubild bei Logistic Management. Auch hier haben wir natürlich ganz klare Rollendefinitionen. Wir haben so drei besondere rausgestellt, für die es jeweils auch den passenden Wahlpflichtbereich gibt. Zum Beispiel zum einen die Lead Logistic Provider, Providerin, Supply Chain Operations Managerin und Supply Chain Excellence Managerin. Und ja, beim Logistik-Provider ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Da geht es ja vor allem um die Entwicklung ja mehrwertorientierter Supply Chain-Konzepte und für die unterschiedlichen Akteure der Lieferkette und auch um die für die Planung und Steuerung ja kontinuierliche Verbesserung projektorientierter Serviceleistungen. Beim Supply Chain Operations Manager, das ist nochmal etwas anderes, da geht es unter anderem auch um die Optimierung, also neben der Steuerung und Planung, auch um die Optimierung unternehmensübergreifender Wertschöpfungsprozesse. Und man ist dann auch die Schnittstelle zwischen Management, Mitarbeitern und Kunden und Lieferanten und Partnern. Und beim Supply Chain Excellence Manager, hier nochmal zur Unterscheidung, da geht es auch um die Führung unternehmensübergreifender Supply Chain Projekte im Rahmen internationaler Projektteams, aber auch die, ja, die konsequente Ausrichtung auf, ja, Flexibilität, Robustheit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Ich hoffe, da sind die Unterschiede soweit klar. Mhm. Genau. Genau, dann hier ein Beispiel. Es gibt natürlich zwei Studienprogramme. Also es gibt einmal den 120er CTS-Studiengang und dann gibt es den 60er CTS-Studiengang. Und hier mal als Beispiel erstmal den 120er genommen, der nochmal etwas ausführlicher ist. Also hier haben wir nochmal die verschiedenen Semester mit den, ja, mit den wichtigsten Kompetenzen, könnte man sagen. Also Grundlagen natürlich Problemlösungskompetenz, was wir in jedem Semester haben. Also das wird, da wird ganz stark Wert drauf gelegt. Die Führungskompetenzen natürlich auch, Handlungskompetenzen, analytisches Denken sieht man auch durchgehend in mehreren Semestern. Also das sind nochmal so ganz wichtige Bereiche, auf die wir sehr viel Wert gelegt haben. Und darunter findet man nochmal die Themen. Also hier sehen wir, ja, im ersten Semester ist mal also eine ganzheitliche Ausrichtung und allgemein also Supply Chain Management Fokusthemen. Danach eben geht es vertiefend in das Thema Planung, Optimierung, Wert- und Verhaltenskodex, Nachhaltigkeit und danach auf die Steuerung, Frühwarnsysteme und Risikomanagement. Genau. Also auch da natürlich auch unter Berücksichtigung der letzten, wie soll man sagen, der aktuellen Situation, der letzten Vorkommnisse, wo da nochmal deutlich wurde, dass eben auch im Logistikbereich so Frühwarnsysteme oder auch Risikomanagement so sehr, sehr wichtige Themen sind und genau dann am Ende natürlich auch da wieder mit einem Wahlpflichtbereich in diese, ja, in diese rollenspezifische Fokussierung und dann die Masterarbeit. Und hier nochmal zur Unterscheidung, es gibt eben diese allgemeine 120er CTS-Variante mit etwas tieferen Einblick in die Supply Chain und dann gibt es nochmal die 60er CTS-Variante. Dort werden ganzen Themen, könnte man sagen, etwas komprimierter ja, vertieft auf jeden Fall, also für insbesondere für Personen, die beispielsweise ja da bereits arbeiten, berufstätig sind und sich nochmal spezialisieren möchten oder sie vielleicht auch mal ihr Wissen im Bereich Supply Chain Management nochmal auffrischen möchten, könnte man sagen.
Genau. Ja, vielen Dank auch für diese Übersicht dazu. Der Bachelor startet im Juli, der Master auch. Sind das zwei Studiengänge, die ganz für sich zu sehen sind, oder haben Sie da auch versucht, oder verzahnt sich das so ein bisschen, dass man wirklich sagen kann, dass quasi der Master dann einzelne Themen aus dem Bachelor auch nochmal vertieft und ja, da vielleicht auch diejenigen einen Vorteil haben, die auch schon den Bachelor jetzt an der IU gemacht haben dann. Ja, also es kann durchaus ein Vorteil sein, auf jeden Fall bei uns den Bachelor gemacht zu haben, weil zum Beispiel so Themen wie die Supply Chain und Supply Chain Management haben wir auch bereits im Bachelor gehabt, wobei davon auszugehen, dass es das auch in anderen Bachelorstudiengängen der Fall ist, weil natürlich gewisse Grundlagen einfach schon Standard sind. Von daher schaden kann es nicht, den Bachelor bei uns abzuschließen. Es ist natürlich schon so, dass er da durchaus sinnvoll darauf aufbauen kann, aber es ist durchaus, ja, in Ordnung, es ist auch vollkommen okay, den Bachelor nochmal an einer anderen Uni abzuschließen. Gut wäre eben ein Logistikmanagement-Schwerpunkt, den man da mitbringt. Genau. Ja, vielen Dank, Frau Giesbrecht, für Ihre umfangreichen Informationen jetzt zum Bachelor in der modernisierten Version und zum Master im Bereich Logistikmanagement. Auch die vielen Antworten auf die Fragen im Chat. Auch, dass Sie jetzt den Part von Herrn Professor Vogel da mit übernommen haben und kompetent hier Frage und Antwort leisten konnten. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön, ebenso. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und an der Stelle auch vielen Dank an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wenn jetzt im Nachgang doch noch Fragen auftauchen, dann könnt ihr gerne die Kommentare nutzen, um diese noch zu stellen. Ich werde das dann weiterleiten. Und in der Beschreibung des Videos findet ihr auch noch einen Link direkt zum Studiengang, wo ihr jetzt gleich im Anschluss dann nochmal weiter einsteigen könnt und auch ein Verweis auf das Forum zur IU bei fernstreaminfos.de, wo ihr euch austauschen könnt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm bitte spätestens jetzt euren Daumen hoch, abonniert auch den Kanal und aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zur IU und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.